Willkommen zurück bei einer neuen Folge Starfield. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dieses Let's Play begleitest. Und wir sind nach wie vor im Schloss mit der Crimson Fleet, die eigentlich Crimson Fleet heißt und nicht Crimson. So hat die Crimson Fleet angefangen. Und jetzt auch Crimson Fleet. Crimson, Crimson. Ich nenne euch, wie ich will, Leute. Es ist Geschichte. Merkt ihr das? Es ist Geschichte. Halt die Klappe und die Augen offen. Hast du gerade gesagt, halt die Klappe? Nächste Mal treffe ich, mein Freund. Nächste Mal treffe ich, mein Freund. Tue ich nicht. Ich bin ja jetzt Mitglied bei euch. Würde dir doch nie was tun, Chef. Delgado. Dun. Bisschen gucken, was wir hier noch haben. Was sind das für ein Schlauch hier? Okay. Ich habe Bock. Ich habe Bock. Oh, ich habe mich die ganze Zeit gefreut. Also ihr müsst wissen, quasi zwischen der letzten Folge und dieser habe ich eine zweitägige Aufnahmepause gemacht, weil wegen Zeit. Und jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Bock bekommen und dachte mir, fuck, ich muss jetzt unbedingt aufnehmen. Ganz, ganz zwingend. Das Spiel macht einfach so Laune. Aber besser die als wir. Och, Mathis. Oh, oh. Sei mal still. Oh, oh. Da, oder? Nee, hinter uns. Vor uns. Ich treffe nicht, weil ich dumm bin. Lalalalala. La, so, jetzt hat. Leg noch. Attacke! So. Ach, der muss noch nachladen. Weil ich geschlagen habe. Warte mal, aber ich kann ja hier eigentlich voll im Nahkampf, oder? Ja, guck mal, voll im Nahkampf. Aber ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. So einen ganz kleinen Ticken leiser. So. Zu Hilfe! So. Für dich verschwinde ich doch keine Munition. So, erforscht haben wir sie. Körperflüssigkeit, Klebstoff. Okay, was nehmen wir da auf? Ich will es nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen. Noch mehr Klebstoff. Und Nährstoffe. Hm. Wenn es nicht klebt, kannst du es essen. Okay, den haben sie erledigt. Deswegen haben die da immer so Probleme gehabt in der Vergangenheit. Weil hier diese Viecher immer waren, ne? Oh, guten Tag. Credits nehme ich dir mal ab. Sidestar, ist das eine Waffe? Sidestar? Neue Items? Da auch nicht drin, dann ist es wahrscheinlich hier. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Muss immer ein bisschen gucken, was ich da eigentlich alles loote und ob ich es vielleicht gleich anlegen möchte. So. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas kriegen. Nö, okay. Hätte ja sein können. Gut. Delgado, mein Freund. Was hast du? Da muss irgendwo ein Nest sein. Mhm. Wahrscheinlich sind die Biester überall. Ja, und ihre Kumpels haben das Geballer sicher noch einen Kilometer weit weggehört. Du kannst das nächste Mal auch totstreicheln, Mathis. Hast du keine Eier oder was? So, hör mal. Wenn ich mit Delgado unterwegs, würde ich dich dafür umlegen. Ach ja? Schluss jetzt! Wie konnte ich so blöd sein, euch beide gleichzeitig mitzunehmen? Ja, ist echt so. Also mal sehen. Wir sind wohl in einem Bereich für den Gefangenentransfer. Aber es ist alles abgeriegelt. Da ihr so gute Freunde seid, geh doch mit Mathis in den Kontrollraum. Der ist Mathis. Und seht nach, ob ihr noch ein paar Türen öffnen könnt. Mit Mathis. Kann ihn nicht leiden, Mathis. Eigentlich dachte ich, du wirst mein bester Freund, aber... Oh, sieht schon cool aus auch hier drin, ne? So mit dem Eisbrocken. Gefällt mir. So, Mathis ist schon vorgelaufen? Jawollo. Schauen wir mal. Ja, bitte? Wer hat geklopft? Verdammt! Bolzenschneider brauchen wir nicht. Messschieber brauchen wir auch nicht. Da haben wir ein Trüchen. Lagerkiste. Tiki Dietrich. Warte mal, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Ob wir die auch... Den kann ich nicht unten einsetzen. Damit passt das. Den kann ich... Der ist schon richtig platziert. Und der könnte hier... Oh, warte mal. Nee, aber... Nee. Okay, alles klar. Dann nutze ich den hier oben, weil da brauche ich ja dann... Den... Zack und jawollo. Oh, ein. Wow. Oh.
Space Trucker. Kalibriert. Okay. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mal mit. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber. Oh, was haben wir hier? Stern. Super, echt. Was zur Hölle machen wir jetzt? Mathis? Wir halten uns an den Plan. Gar nicht buggy gerade. Wir halten uns an den Plan. Achso, doch. Das stimmt schon. Der zeigt mir quasi das hier, ne? Ja, ja. Wir sind auf uns allein gestellt. Oh, Mathis, hör auf, rumzuheulen. Wir sollten uns an Delgados Befehle halten. Weil seine loyalen kleinen Soldaten das so machen müssen? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Na, dann nimm doch deinen besseren Plan. Wir nutzen die Gelegenheit, um Delgado auszuschalten und gleichzeitig einen Batzen Credits zu verdienen. Was? Ich will es mir mal anhören, warum. Dachte ich's mir doch, dass du dabei bist. Ich bin nicht dabei. Hier ist mein Plan. Ich sagte nur, ich höre. Tun wir mal kurz so, als hätte Delgado recht. Als gäbe es hier Informationen über Crixes Vermächtnis. Wenn wir ihn erstmal losgeworden sind, graben wir das Zeug selber aus und verkaufen alles an Neva. Dann schwimmen wir in Credits. Ganz dummer Plan. Boah. Nee, komm, wir machen das gleich nicht. Weißt du, fast hätte ich angefangen, dich zu riskieren. Ja, ist mir egal, Mathis. Und jetzt suchen wir einen Weg hier raus. Ach, ich dachte, er greift mich jetzt an. Mann, es war doch ein Bug, okay. So, Sternvagabund kraftvoll. Power Boost Pack nehmen wir mit. Toxin nehmen wir auch. Dichtmittel. Klebeband können wir alles immer. Sternvagabund. Ach komm. Alle drin da. Mir dünkt, ich hätte Lust, dich zu töten. Irgendwie. Aber. Die bezahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuhören. Ein Rattler. Granate. Nehmen wir auch mit. Boah, das ist jetzt eigentlich, hätte ich Bock, ihn zu töten, ne? Uff. Das ist eine Möglichkeit. Ja, die andere ist einfach, unseren Chef zu verraten und ihn zu töten. Ja, ja, nee, klar. Also, wir hatten eigentlich nur diese beiden Optionen. Die Hölle ist bitte so wichtig, dass ich um diese Uhrzeit aus dem A-Block herkommen soll. Kennst du Jasper Crakes im D-Block? Der will ausbrechen und. Ach, ich dachte, Leute, ein Anzug. Crakes glaubt echt, dass er aus dem Schloss ausbrechen kann? Warum höre ich das erst jetzt? Crakes hat es nur den paar Leuten gesagt, denen er vertraut. Wenn wir schon wir müssen es geheim halten, sonst legt er uns auch was Schönes mitnehmen. Und warum erzählst du es mir dann bitte? Komm schon, muss ich dir das echt erklären? Weil ich dich mag, Rickard. Und will, dass du mitkommst. Wir treffen uns seit Monaten in dem Lagerraum um. Ist jemand da? Du weißt schon. Ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen mehr ist. Mann, Sautsch. Lebt da oben noch jemand? Ich wusste nicht, dass dir das hey, ergeht. Hey, da oben, verwendet das Hinterkopf. Sag Bescheid, dann. Oh, Scheiße. Ich habe die Aufnahme nicht gesehen. Lebt da oben jemand? Aufnahme? Lass dich Scheiße, was? Rickard, geht ran! Wir treffen uns nie so spät hier unten. Ich dachte, du willst mich umbringen, okay? Scheiße. Ist das hier oben auch an? Himmel, nein. Warte auf ich. Ich dachte, wir machen was Lustiges. Okay. Zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Sagen? Tut mir leid, Hallo? Baby. Ich schalte Hallo. Das Ding aus und... Komm schon, die Türen müssen aufgehen. Entschuldige mich. Okay? So, sie entschuldigt sich. Und, Mathis, hör doch mal auf, meinem Audio-Log hier ständig reinzureden. Wollt mir das anhören? Warum bist du so überrascht? Ach, Blödsinn. War knapp, aber wir haben überlebt. Staub ab und hört zu. Wir sind offenbar hier eingesperrt, also müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens müsst ihr weiter nach einem Weg suchen, die restlichen Türen hier unten aufzukriegen, sonst bleibe ich ewig hier. Und zweitens versucht irgendwas über Jasper Crakes rauszukriegen. Habt ihr verstanden? Sir, jawohl, Sir. Woran erkenne ich, dass Nützliches über Jasper Crakes gefunden habe? Recht. Wenn du was findest, auf dem Crakes oder Vermächtnis steht, dann nimm's mit. Es ist nicht so schwer. Okay, habe verstanden. Und sag Mathis, er soll nicht auf dumme Ideen kommen, sonst weide ich ihn
Ah, da hat wohl schon jemand einen Verdacht gehabt, hä? 100 Jahre alt, ja? Unglaublich, dass das Ding noch nicht eingekracht ist. So, dann öffnen wir mal die Türen. Sicherheitssteuerung. Über Brücken. Funktioniert das? Jawohl, alle Türen wurden entriegelt. Sehr schön. Dann noch die Logs hier. Lesen in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, wie das funktioniert in solchen Spielen. Anklicken gilt als gelesen. Könnte man eigentlich auch mal ein Video zu machen. So, Schloss ist zu schwierig. Ich habe immer noch 3 Skillpunkte. Ich weiß immer noch nicht, weil ich mich in der Zwischenzeit nicht damit beschäftigt habe, ich gebe es zu, wo ich die, Dietrich-Fertigkeit verbessere, aber ich wollte mal gucken, also hier muss ich jetzt nochmal mit 75%iger Tragekapazität 2,5 Kilometer sprinten. Schleichangriffe, mehr Sauerstoff. Die Gesundheit könnten wir tatsächlich auch mal erhöhen. Das können wir jetzt mal machen. So, heile 200 Schaden, dann können wir uns auf das nächste... Ich mag das nach wie vor mit diesen Badges so gerne, ne? Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, dass du hier einfach quasi solche Badges hast, um dich zu skillen. So, okay. Das soll es erstmal gewesen sein. Oh, guten Tag. Danke fürs Medipack. Mensch, das ist ja nett. Voll nett. So, Notstrom in Dock... In Dock B, Hey, Doc, kannst du deinen Notstrom wiederherstellen? Nein, kann ich nicht. Im Block D wiederherstellen. Haben wir erledigt. Die Nachrichten nehmen wir noch schnell mit. Jawollo. Was haben wir hier? Helm-Security-Wache. Achso, das ist nur so ein Müll. Den will ich nicht. Den brauche ich nicht. Den brauchen wir nicht. Oh, was habe ich jetzt hier mitgenommen? Ich wollte eigentlich diesen Security-Helm hochheben. Und habe ein leeres Trinkpack. Ein leeres Trinkpack mitgenommen. Da ist der D-Block. Schauen wir mal kurz rein. Ah, ich muss eh da rein. Aber warum ist denn Mattes? Warte mal, warum ist denn der Mattes hier? Ach, der chillt hier einfach nur seine Base. Okay, verstehe. Oha, schau dir mal diese fette Anlage an. Krass. So, packen wir mal die Waffe weg hier. Hier ist ja gerade keine Gefahr, ne? Berühmte letzte Worte. Hier brauche ich keine Waffe. Hier ist keine Gefahr. In der Tat. Tschüss. Oh, wie kann man denn auf 30 cm so daneben schießen? Ich frage für einen Freund. Ich frage nur für einen Freund. Wie kann man denn auf so eine Distanz so daneben hauen? Das ist, also wirklich, das ist, oh, manchmal wirklich. Outfit schlecht Wetter. Okay, finde ich gut. Ah, das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir. Hallo? Hat er gelootet hier? Nee, hat er nicht gelootet, wollte ich sagen. So, dann heilen wir einmal. Wir müssen eh 20 Mal heilen, das trifft sich gut. Ach nee, nicht 20, Entschuldigung, 200 Schaden, nicht 20 Mal heilen. Ach, guck mal, Lul, das waren schon 150, okay. Wow, super. Also noch einmal. Und da, wobei, wenn ich mich jetzt voll heilen würde, dann hätte ich es schon. Aber egal. So. Den können wir hier einsetzen. Können wir den aber unten auch einsetzen? Nee, ne? Oder warte, doch, da in die Richtung vielleicht. Nee. Okay, dann. Jetzt, wo wir es sicher wissen, dass er im inneren Ring nicht einsetzbar ist. Zack. Und ja gut, das ist dann jetzt keine schwere Wahl. Halt. Den hier. Nein! Nein, bin ich... Oh Gott, bin ich dumm. Oder? Ja. Oh nein. Einmal rückgängig. Gott, wie blöd kann man denn sein? Hey, warte mal. Ich hab's doch gerade komplett verkackt. Ja, genau. Weil ich den... Ich hab mir den anderen nicht angeguckt, den ich habe einsetzen können, den anderen Digi-Dietrich. Deswegen habe ich das gerade so verkackt. Anzug, modisch grün.
ist es. Ich will hier langsam durch. Gut siehst du aus, junger Mann. Hauptsache Munition in deiner Zelle mit reingeschmuggelt, ne? Und Seitz, da hatte der auch. Wieso hat der einfach eine Waffe? Das Schloss ist zu schwierig. Na klar. Man kennt es. Aber da ich... nice. Da ich das Schlösserknacken irgendwie nicht über die Fertigkeiten skillen kann. Ich weiß nicht, wie ich da besser drin werden kann. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Oh, der saß lange. Der saß lange. Oh, diese Zellen hier. Nett, 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 nett. okay. Hat jemand Lust, das zu zählen? Zählt das jemand für mich? So. Schau mal, aber die hatten hier alle ein bisschen viel Freizeit, dass sie hier ihre Wände beschmieren durften. Gab es da keinen Ärger? Also, wenn ich da Wache gewesen wäre, hör mal, also da, das hätte es bei mir nicht gegeben. Lehrling. Lehrling ist einfach schon zu schwer. Mein Charakter kann einfach kein Schloss der Stufe Lehrling knacken. Oder braucht man bessere Digi-Dietriche? Vielleicht geht's darüber? Mal so als Idee in den Raum geworfen. Vielleicht brauche ich bessere Digi-Dietriche. Ach, guck mal, hier gibt es jetzt quasi einen Ordner mit Unterordner. Ah, nicht schlecht. Ach, seht ihr, deswegen muss man hier immer... Abschnitt 3. Jawohl, öffne die Zelle in Block D, Abschnitt 3. Halt, warte mal, was? Aber ich kann ja die anderen auch noch entriegeln, oder? Wer weiß, was ich jetzt freigelassen habe. Wer weiß, was ich jetzt freigelassen habe. Finde das Versteck in Zelle D206. Na, das machen wir doch. Das machen wir doch. Boah, das finde ich gerade irgendwie cool. Das Versteck in Zelle. So, hier geht's. Oh, hier ist Zelle 3. Tülü. Wir gehen natürlich erst in die Zelle, wo das Geheimversteck rumkreucht. So. Absolutes Minimalziel in dieser Folge ist Level 10 zu werden, ne? 3. Ach, hier sind, das ist ja alles 3. Müssen wir... Nice. One hit. Hier ist auch 3. Auch 3, okay. Ach ja, das Lehrlingsschloss geht ja nicht. Hier, oder? Was haben wir hier? Ah, Zellenöffner Sektion 3. Aber 206 muss ich noch finden. Geht das dann hier weiter unten? Ist das quasi... Dritter Stock ist... Ist Zelle 3 oder Zellenblock 3 und ich muss in den zweiten Stock oder... Extreme Hitze? Oh. Burning Man! Dann haben wir schon unsere Aufgabe fertig mit den 200 Lebenspunkten heilen. Aber warte mal, ich brauche 73... Wie ist denn diese Laserwaffe gegen die? Boah. Mehr als schwach. Mehr als schwach. Weil irgendwie nervt mich das mit der Schroti gerade. Dieser Nachladeintervall, den finde ich uncool. Aber wie schwach einfach diese Waffe hier auch ist, ne? Gegen die. Also da sind die ja plötzlich eine Herausforderung. Da habe ich kaum Munition. Ja, da müssen wir auf die... Müssen wir auf die Schroti. Hilft ja gar nichts. Hilft ja nichts. Dann machen wir das so. Auch nicht schlimm. So. Ist da hinten jetzt Block... Block 2? Ist das das optionale Ziel? Komm. Ah, schade. Ich dachte, er kommt nochmal hoch. Irgendwie funktioniert das mit dem Boost-Pack nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Ach, tötet doch Mathis, oder? Also wegen mir könnte er Mathis auch gerne mitnehmen. Ich dachte gerade, er schießt auf mich. Er schießt... Schießt er auf mich? Nee. Ich dachte, ey, boah, ich hätte dich so platt gemacht, Mathis. Ich hätte dich so platt gemacht, mein Freund. Erst hier unseren lieben Boss töten wollen.
Und dann hier auf mich schießen. Ich glaube, es hakt. So. Und Zellenblock 2. Ah, sehr gut. Also Zelle 106 finden. Und dann das Geheimversteck. Halt. Ich glaube, hier. Ja, da müssen wir lang. Mit 4. Daneben geschossen. Aus nur ungefähr 2 Meter Entfernung mit der Schrotflinte, die streut. Immer rückwärts laufen in Shootern. Immer. Aber ich muss mich schon wieder heilen. Das gibt's gar nicht. Also ich glaube, so oft wie in Starfield musste ich mich in noch keinem anderen Bethesda-Spiel heilen. Vor allen Dingen nicht innerhalb der... Also, wir sind ja noch innerhalb der ersten 10 Stunden. Was? Wird per Computer... Wie, aber... Wat? Aber ich habe das doch am Computer geöffnet. Oh, jetzt... Jetzt verarsch mich nicht. Ich hab das am Computer geöffnet. Ich will vor allen Dingen diese Kiste. Schaut mal, das ist eine große Kiste, eine kleine Kiste. Aber an welchem Computer? Also gut, ja, ich weiß, der Computer wird nicht in den Zellen sein, aber... Lehrlingsschloss kriege ich wieder nicht. Hier ist auch kein Computer, alles Zellen. Aber wir haben doch... Uah. Geht das da einfach nicht... Uah. Oh, gerade nochmal den Boost gezogen. Ich glaube, das hätte ein bisschen Fallschaden sonst gegeben. Ah, hoppala. Ich hätte mal nachladen sollen. So. Dödel. Alter, was hält der denn aus hier? Hör mal. Tüdelü. Oh, ich bin schon wieder im roten Bereich mit meinem Leben. I don't like. Gibt's ja gar nicht. So. Aber wo ist denn dann... Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren und weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das... Kriege ich das über die Karte raus? Umgebungskarte brauche ich dafür, ne? Wieso kann ich nicht um die... Moment. Sorry, falscher Knopf. Probieren wir es nochmal. Gibt es hier keine Umgebungskarte? Ja, da bin ich ja. Du kannst nicht... Wenn, ich will auch nicht schnell reisen. Ich will die Umgebungskarte von hier. Ach lol, gibt das nicht? Oh, das ist ja doof. Oh, das finde ich wirklich doof. Das ist ein, kleiner Kritikpunkt am Spiel. Also ich sag mal, das war ja in Skyrim, Fallout und Co. war das ja Standard, dass du so eine Umgebungskarte haben konntest. Das war Zellenblock 2. Ah, das finde ich schade. Na gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Gibt sicherlich irgendwann eine Mod dafür, aber wie ihr wisst, ich spiele es aktuell auf der Xbox. Ja, ich weiß, ich kann die... Ich glaube, man kann die Xbox-Version... Ja, klar, kannst auch auf dem PC spielen. Über die Xbox-App. Aber mein Gurken-PC wird es nicht schaffen. Brauche ich erst einen neuen PC. Aber irgendwann möchte ich dieses Spiel natürlich auch am PC spielen, weil klar, Mod-Support und sowas, ne? Also da ist es ja Wahnsinn. Es gibt ja jetzt schon so viele Mods für dieses Game. Das ist ja brutal. Oh, wir haben noch ein bisschen was verpasst. Guck mal. Medipack. Aber ich suche immer noch den PC, über den ich das Ding hier aufkriege. Hier ist er anscheinend nicht. Hier ist er anscheinend nicht. Danke, dass du den erledigt hast, Mattis. Was haben wir hier? Workroom? Workroom? Meisterschloss, ja klar. Sonst nur Wünsche. Im Workroom ist er nicht. Ich verstehe es trotzdem gerade nicht, ne? Weil wir haben... Da oben. Da oben. Weil wir haben einfach... Was ist das? Wir haben einfach die Tür geöffnet. Also sonst hätten wir doch die Nebenquest gar nicht bekommen. Ich habe alle Zellen... Boah, das Ding explodiert, oder? Ih, Alter, was bist du denn? Kann ich da durchschießen? Ja, okay. Wie geil! Wie es einfach sanft landet, obwohl es tot ist. Ich sterbe. Aber ich werde eine sanfte Landung hinlegen. Möchte mich auch nicht verletzen, wenn ich runterfalle. Oh, fuck. Oh, fuck. Lad nach. Ja, dann zerleg sie doch mal in die Einzelteile. Boah, ich bin gerade sehr dankbar, aber über Mattis, auch wenn ich ihn nicht mag, weil der nimmt mir doch ein bisschen die Gegner ab.
Ich hab immer noch ein bisschen das Munitionsproblem. Also nicht nur ein bisschen. Und komm schon. Jo, danke. Warte mal, hier mal nach dem Computer gucken. Was ist hier? Verdächtiges Diebesgut. Gehen wir mit. Wir haben von einem Häftling den Tipp erhalten, dass aus einem Lager Ausrüstung gestohlen wurde. Verdammt. Wir haben alles gründlich abgesucht und festgestellt, dass 2 Mining Laser und mehrere Powerpacks fehlen. Okay. Es wurde Alarm geschlagen und wir haben alle Häftlingszellen durchsucht, aber nichts gefunden. Es kann unmöglich ein Häftling in den Lagerraum kommen und die Ausrüstung verstecken, ohne auf der Kamera aufzutauchen. Ich habe langsam den Verdacht, dass die Häftlinge vielleicht Hilfe von einem Mitarbeiter der Anlage haben. Mysteriös, mysteriös. Ich überlege gerade, ob ich es darüber schaffe. Ja, aber es ist ein Balken. Huiuiuiui. Das war gut. Ja, Leute, wir haben den Zellenöffner gefunden. Wie bist du denn jetzt da hingekommen? Zellenöffner gefunden. Nice. Oh, das war jetzt aber Zelle 3, in die wir eben mussten, oder? Den Fuß dieser Schreibt. Die besten Pläne. Hat heute jemand was von einem Schiff gefaselt, das ein Vermögen in Credits geladen hat? Solche Stories sind normalerweise Bullshit, klar. Aber er hatte Details. Ich habe ihn ausgequetscht. Das Schiff heißt Legacy und war ein Transporter der Galbank. Ist im Krieg irgendwann in einem abgelegenen System abgestürzt. Genau so ein Ding habe ich gewartet. Ich muss Carter Bescheid geben, dass wir bald von diesem Felsen verschwinden. Er hilft dem Mining-Team, sich in die Putzkammer im Lüftungsraum zu schleichen. Da kamen wir, nicht nach oben, sondern durch. Direkt in die Waffenkammer. Carter sagt, dass die Codes aller Terminals im Schloss regelmäßig geändert werden. Wir müssen das Ganze also sorgfältig koordinieren. Vorerst verwenden wir mal seinen Spind im Duschbereich als Versteck für den Code zur Putzkammer. Nächsten Monat um die Zeit müsste ich aus diesem Drecksloch raus sein und ein Konto voller Credits haben. Hat wohl nicht funktioniert, der Plan. Ich glaube, so viel kann man schon mal ganz spoilerfrei sagen, dass der Plan nicht funktioniert hat von ihm. Aber hey, so what? Wir holen uns jetzt natürlich noch die geheime Zelle. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Also das ist eigentlich das Einfachste, wenn man die Schlösser immer von innen nach außen knackt. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Jetzt müssten wir hier eigentlich nur mal in diese ollen Zweierbereich nochmal kommen. Hier ist er, ne? Ja, ja. So. 104, 105. Was? Hör mal! Was soll denn das? Ich hab ja schon alle platt gemacht. So, 106. Juhu! Nice. Oh. Geil. Gucken wir uns gleich nochmal an. 2 Digi-Dietriche, Splittermine, Kaliber. Nice. Beste. Mega. So, jetzt gucken wir mal. Die Schroti, die wir jetzt haben. Habe ich die ausgerüstet? Ja, die habe ich bei den Favoriten. Dann habe ich nicht viel Munition dafür. Wieso ist die schlechter? Die macht weniger Schaden? Hat keine höhere Feuerrate? Die wiegt weniger? Ist von der Distanz schlechter und von der Präzision? 30% Schaden bei Aliens. Deswegen. Das heißt aber, hier aktuell ist die besser. Oh, wow, Leute, schaut mal. 153 Masse von 165. Ich bin schon wieder fast komplett überladen. So, okay. Das heißt aber, dass wir jetzt ein bisschen sprinten können, weil wir müssen jetzt die 2 Kilometer sprinten, wenn wir so überladen sind. Dann haben wir da unseren nächsten, unsere nächste Herausforderung gleich gelöst. Overall
Argos Extractor. Ach, 1,2 Masse nur ist wurscht. Gefängniskleidung, die brauche ich nicht. Ich reagiere nicht auf Drohungen. So, warte mal, mir fehlen jetzt das und das. Das müsste ich mit dem können, oder? Yes, oder? Ja. Okay. Das heißt, ich kann das rechts außen und links außen für den äußeren Ring nehmen. So, und die sitzen eh schon richtig. Wunderbar. Nehmen wir alles mit. Hallo? Was ist das da? Das kann ich jetzt nicht gescheit nehmen, weil das Pharma-Kit im Weg liegt. Egal. Ah! Was? Skill-Bonus erhalten? Krügs Tagebuch? Moment, was? Skill-Bonus? Was denn für ein Skill-Bonus? Du kaufst in Läden zusätzlich zu anderen Boni dauerhaft um 2. Geil. Was ist das? Das habe ich jetzt. Geil. Hey, wie mega ist das denn? Also ich meine, ist nicht viel, aber wie cool. Ich tu mir nie wieder Eis in einen Drink. Ja, du hältst jetzt einfach mal die Schnauze hier. Mathis, du hast eh verschissen, mein Freund. Mathis, du hast eh verschissen. Wie kann man denn den Anführer unserer Fraktion hintergehen und töten wollen? Aber den brauchen wir nicht. Warte mal, was... Ah ne, das ist nur so eine Halterung für so einen Rucksack. Okay. Also ich war echt bereit, Mathis wirklich gern zu haben. Ich dachte, er wird mein neuer bester Freund. Leider nicht. Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. So, okay, das war's schon. Könnt mir tatsächlich mal ein bisschen was zu essen reinschmeißen. Es heilt zwar nicht so viel, aber es nimmt aktuell Platz im Inventar weg und ein bisschen was wird's ja dann doch heilen. Hier, zack, eine Birne. Das haben wir eh geklaut. Was ist das? Schadensresistenz? Ja, nehmen wir einfach. Joghurt? Der vergammelt sonst noch. Linsen? Nee, komm, wir kriegen so ein Alkoholproblem. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wodka im Trinkpäckchen, Alter. Boah, das ist schon eigentlich... Also das ist schon hart asozial. Wodka im Trinkpäckchen. Stellt euch das mal vor. So wie irgendwie in der Schule mit der Capri-Sonne habt ihr dann einfach ein Wodka als Trinkpäckchen. Das ist wirklich Next Level Alki. Das ist Next Level Alkoholiker einfach. Vor allem, das würde erstmal gar nicht auffallen. Stellt ihr das mal vor. Denkt diesen Gedanken mal kurz zu Ende. Es fällt einfach erstmal nicht auf, weil keiner damit rechnet, dass du Alkohol in dem Trinkpäckchen hast. Gibt es alkoholische Getränke in Trinkpäckchen? Ich kann mir es nicht vorstellen. Also ich kenne keins. Status offen. Zum Verlassen? Halten. Ah, jetzt hat er das aktualisiert, okay. So. Hier kommen bestimmt gleich wieder meine Freunde, die Aliens. War das eine Waffenkammer? Eine Klemme. Sieht aus, als hätten sie alles leergeräumt. Was haben wir hier? Hallo? Kann ich die Truhe nicht looten? Oha, was haben wir denn hier? Ach, er lootet die, du Schweinepriester. Oh, Alter! Das ist nicht dein Ernst. Das ist einfach meins. Was auch immer es ist meins. Okay, gehen wir weiter. Oh, der ist gerade zum harten Gegner geworden. Alter, Du kleiner Sohn. Das war definitiv meins.
Ich habe das Ding zuerst gesehen. Die Breakoon-Rucksack. Alter, der ist einfach in allen Bereichen außer Strahlung besser als mein jetziger. Den müssen wir gleich mal anziehen. Wir sind schon überlastet, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Oh, aber ich habe einen goldenen Rucksack. Oh nein. Aber... Okay, was hat der für Add-ons, der goldene? Verstärkung verleiht unabhängig von deiner Gesundheit bis zu 100 Energieresistenz und physische Energieresistenz. Ressourcen? Nein, Ressourcen wiegen weniger. Nee, sorry. Sorry, Bro. Scheiße. Ob ich diese Modifikation entfernen kann? Oh, hier ist ein richtiges Munitionslager. Das ist ja genau das, was ich brauche. Loch geworfen, um zu verrotten. Nice. So, haben wir alles? Haben wir alles. Nee, hier, oh, hier liegen noch Nieten und irgendwelche Patronen. Was ist das? Drumbeat. Ah, den haben wir. Also so ein Ding haben wir schon. Da ist er. Aber ich habe nur 7 Schuss dafür. Ich habe einfach... Schaut euch das an. Ich habe einfach kaum Munition. Außer für Schrotgewehr. Das ist echt bitter. Das ist richtig bitter. Mann, was würde ich für eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse bei Bock geben? Da haben wir noch ein bisschen was. Dich haben wir auch schon. Also schön, dass hier mal ein bisschen Munition rumliegt, aber also für meinen Geschmack habe ich nach wie vor viel, viel, viel zu wenig Munition. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal so genau, woran das liegt. Ich meine, das ist ja eigentlich kein Survival-Game, wo man irgendwie ständig knapp mit Munition ist, oder? Also sollte es eigentlich nicht sein. So, schaffst du das hier alleine? Ich meine, du hast hier eine fette Waffe. Boah, Alter, was ist das denn für eine Wumme? Ich muss ihm hier... Ach, der ist Level 10, deswegen hält er so viel aus. Ich dachte gerade, warum? Warum hält der so viel aus? So, glüpp. Oh. Lehrling, kann ich wieder... Schade, Schokolade. Alter, gib mir diese Waffe, du Arsch. Wenn ich dich jetzt töte. Also ich glaube, Mathis muss sterben. Also wenn ich die... Oh. Mit Ansage daneben geschossen. Wenn ich die Möglichkeit habe, ihn bei Delgado zu verpfeifen, dann tue ich's. Sage ich euch jetzt schon. Da werde ich nicht überlegen. Wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zu verpfeifen bei Delgado... I will do it. Und dann schnappe ich mir seine Wumme. Auch wenn ich dann völlig überladen bin, wenn ich die habe. Arbeitsplatz des Organisators. Ich finde es immer so geil, was die dann immer so für Titel haben. Der Organisator. Und was ist dein Job? Ja, ich bin Organisator. Weiterhin alles immer nur schlimmer und schlimmer. Die Heizung fällt aus, die Kommunikation mit dem Schlüssel funktioniert oft nicht, die Elektronik spinnt und die Oberfläche ist unberechenbar. Es ist ein Wunder, dass wir blöde Oberfläche halten können. Und am härtesten ist das alles für die Insassen. Normalerweise wären sie mir scheißegal, aber die Bedingungen sind wirklich unmenschlich. Ich habe langsam Angst, dass es bald zu einem Aufstand kommt, wenn sich die Bedingungen nicht verbessern. Aufstand wäre bitter. Aufstand wäre bitter, ihr Lieben. Aber es sieht danach aus, als hätte es besagten Aufstand gegeben. Beziehungsweise gab es besagten Aufstand, ja? Aber wenigstens liegen hier viele Leute rum. Mit Loot. Ja, komm, jetzt zeig mal hier, was du kannst mit deiner Waffe. Ich habe mal eine Idee, warte mal, zack. Wie gut bin ich denn damit? Weil ganz ehrlich, die Munition, die ich hier gerade verballer, die nervt mich so ein bisschen. Dieses ständige Nachladen mit der Schroti. Ah, okay, aber das ist hier mit der Feuerwehr-Axt auch nicht unbedingt besser. Oh. Verballer ich halt jetzt Medkits ohne Ende. So. Und... Oh, jetzt muss ich schon wieder nachladen.
Zack. Weg ist er. Na? Weg. Ja, dann du hast hier die fette Wumme. Ich erwarte nicht, dass du kämpfst, mein Freund. Ich mache hier gar nichts. Hä? Ach, ich wollte nachladen, aber hatte die Leiche anvisiert, deswegen, okay. Du hast hier die fette Wumme, mein Freund. Du musst kämpfen. Was ist das? Chunks Cola. Ach, hier ist es dann die Chunks Cola, nicht mehr die Nuka Cola. Ob Chunks Cola auch so legendär wird wie Nuka Cola? Sehr gespannt. Expertenschloss? Halt. Kein Medikit mehr. Schon leer oder von mir gelootet. Wie viele Medikits habe ich noch? 18. Ja, okay, 18 ist okay. Stilisierter Schreibtischventilator. Dinge, die die Welt braucht. Dinge, die die Welt braucht. So. Viele bunte Leichen. Na, 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 na. 100 Jahre alt, ja? Und ganz viele Digi-Dietrichs. So. Das Büro des Direktors. Treffen wir da auf Delgado oder finden wir da weitere Facts über den Typen? Extreme Kälte? Was? Das war wohl das Büro des Direktors. Okay. Das Büro liegt direkt neben der Shuttle-Rampe. Wohl um schnell abhauen zu können. Nettes Büro. Schade, das Ding kriege ich wieder nicht auf. Tiefbohren. Jetzt bin ich überlastet. Ja, ich gehe gleich ans Intercom. Ich möchte nur... aber der ist jetzt hier gerade sehr gut. Scheiße, was legen wir denn jetzt ab? Ich bin mit 7 überlastet. Ja gut, dann legen wir hier so einen Anzug ab. Es hilft alles nichts, ne? Jetzt habe ich mein Inventar schon zweimal geskillt, ne? Und es ist immer noch nicht ansatzweise gut genug. Zu viel Loot, Leute. So. Auch wenn Mathis keine Hilfe war. Ja. Hey, was soll das? Erzähl keinen Scheiß, Delgado. Ich hab sehr wohl geholfen. Ist das Mathis? Soll die Klappe halten? Ja, eben. Ich kümmere mich später um ihn. Töte ihn. Klar. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie von diesem Planeten runter. Mal sehen. Da haben wir's. Ich sehe mir die Baupläne für das Schloss an und ich glaube, wir kriegen euch von da nicht zurück an die Oberfläche. Aber ich kann die Außentüren zur Shuttle-Rampe öffnen und ihr könnt mit einem der Shuttles da unten direkt zum Schlüssel fliegen. Gut, wir sollten uns treffen und alle zusammen verschwinden. Durchsuchen, was ist mit meinem Schiff? Ja, wie kommst du zurück? Zufolge gibt es einen Notausgang, über den ich zurück an die Oberfläche komme. Dann muss ich nur noch kurz übers Eis zu meinem Schiff und bin wahrscheinlich vor euch auf dem Schlüssel. Mhm, na dann, machen wir das so. Sir, jawohl, Sir. Ach, da drüben ist er, ne? Ja. So, was machen wir denn jetzt mit dir? Warum zur Hölle hast du Delgado angelogen? Du hast das nicht alles alleine gemacht. Ich wollte gerade sagen, hier. Hey, komm schon. Ich wollte nur das Beste für uns beide. Ich hätte dich auch übergehen können, habe ich aber nicht. Pass auf, diese Sache mit Lass uns Delgado umlegen, vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe, ja? Ist nie passiert. Nee. Du schuldest mir einen Riesengefallen. Ja, klar, kannst dich drauf verlassen. Und ich würde ihn gerne umlegen. Jetzt verschwinden wir endlich. Ich würde ihn gerne umlegen. Gut. Hilft alles nichts, wir werden...
Orangensaft, Salat und Trauben. Juhu! Wir werden ihn jetzt nicht töten. Müssen wir hin? Da runter? Ja. Ui. Nice, nice, nice. Halt, warte mal. Geht's da noch irgendwie? Ne, ist nur. Ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwie so ein Zwischenraum oder sowas. Deswegen wollte ich jetzt nicht runterspringen. So. Medipack nehmen wir natürlich mit. Hallo! So. Zack, zack, zack. Ja, ich loote euch jetzt mal nicht weiter. Weil ich bin schon so hoffnungslos überladen. Das ist jetzt vielleicht mal eine gute Idee, nicht alles und jeden zu looten. Oh, was ist nun? Was ist nun? Das klang nach was Großem. Das klang nach was fucking Großem. Uah. Ich bin so froh, dass dieses Heilen mit dem Medipack so schnell geht. Und der das nicht jedes Mal irgendwie in der Animation in sich reinstochern muss und so. Okay, ich habe das Gefühl, Tag? Wollen wir Freunde sein? Nein? Wo ist es hin? Es buggt. Tüdelü. Wir gleich noch eine. So, und bam, Alter. Mega gut. Mattis, könntest du mal ein bisschen die Aggro auf dich ziehen? Du hast hier schließlich die Riesenwumme, Alter. Gefahr. Danke. Weil ich mich versehentlich geduckt habe. Hätte ich gar nicht mitbekommen mit der Gefahr. Wirklich? Gefahr? Hier, oh, das ist eine fette Truhe. Alter, der buggt aber schon so ein bisschen gerade, oder? Ich meine, der... Was, du wurdest mit einem Leiden belegt? Ich wurde mit einem Leiden belegt. Wie das klingt. Ah, du wurdest verflucht. Alter, der... Willst du mich verarschen? Der buggt doch ein bisschen, oder? Ah, ich trage schon wieder so viel. Ich schmeiß nochmal schnell was weg. Moment. Du hast ein Item, das ein Leiden heilen kann, das dich momentan plagt. Ah, okay. Suche in der Kategorie Hilfe nach Symbolen, die zu deinem Leiden im Abschnitt Statuseffekte passt. Okay, ich habe hier dieses... In der Mitte seht ihr es bei Gesundheit. Und das Dreieck ist das Leiden. Das heißt, wenn ich eh ein Ding habe, dann heile ich mich schnell davon. Wo sehe ich denn jetzt? Ah, hier, Heilpaste. Okay. Gut, aber ich muss noch schnell irgendwas wegschmeißen. Warte mal, was ist das? Das sieht ja nice aus. Outfit schlecht Wetter. Erinnert so ein bisschen an Star Wars Jedi Fallen Order. Ach, guckt mal, wenn das hier... Die haben ja auch Werte. Oder können Werte haben. Ach, wie geil. Oh, das sieht ja mega aus. Ist halt leider von den Piraten, ne? Aber geil. Geil, geil, geil. So, aber wir wollten eigentlich was wegschmeißen. Nee, den nicht. Der sieht irgendwie schon auch witzig aus, der Rucksack, ne? Sternenvagabund. Ja, den können wir wegschmeißen. So. Und dann grillen wir ihn mal. Gleicher Mann. Ja, ja. So. Haben wir noch? Nee, haben wir noch nicht. Gleich. Königin! Jetzt hat 40 EP nur. Enttarntes Quarksgewebe. Nehmen wir mit. Schon wieder trage ich zu viel. Wir legen noch was ab. Den Constellation-Anzug auf gar keinen Fall, aber den Space Trucker, ganz ehrlich. Den werden wir noch so oft kriegen. Der kommt weg. So, ab ins Schiff oder kommen jetzt noch mehr? Halt die fette Truhe nicht zu vergessen. Ach so, wow. Ich glaube, wir müssen dringend hier weg. Wir müssen dringend hier weg. Alter. Ja, 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 ja. Oh, Medipack. ist ja nicht mein Shuttle. Das kann ich ja klauen. Geil. Ah, herrlich.
So. Nett. Computer. Waffenkoffer. Nix drin. Was? Credits? Ach komm schon. Auch nicht? Oh, das ist ja. Da will man mal ein fremdes Schiff plündern und dann gibt's nichts zum Plündern. Das ist ja langweilig. Soll denn das? Gibt's hier noch eins höher? Ja. Schauen wir mal. Da oben können wir dann. Ja, da oben können wir dann wegfliegen. Schleudersitz. Schwerelos Draht. Ja gut, das haben wir alles. Brauchen wir jetzt nicht. Gut, nee, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir Land gewinnen, oder? Also. Unbedingt. Einmal abheben, bitte. Bitte einmal weg. Und. Du hast jetzt ein neues Heimatschiff. Dein vorheriges Heimatschiff wurde deiner Flotte hinzugefügt. Um an die zurückgelassenen Schiffe in deiner Flotte zu gelangen, wendest du dich in einer beliebigen größeren Stadt an einen Schiffswartungstechniker und lässt dir die Schiffe in deinem Besitz zeigen. Anschließend kannst du die Schiffe deiner Flotte durchschalten und Heimatschiff anlegen auswählen, um ein Schiff zurückzuholen. Leute, wir bauen uns unsere eigene Sternenflotte auf. I mean, wie geil ist das denn? I like. Sorry, aber das feiere ich gerade. Das feiere ich gerade massiv. Herrlich. Und dieses Schiff ist ja scheiße. Ich meine, schaut mal, das hat einfach keine Waffen. Das hat einfach keine Waffen. Ich habe aber kleine Füße. Es hat einfach keine Waffen. Bin ein bisschen enttäuscht. So, einmal andocken bitte. Und im Schlüssel oder auf der Raumstation der Schlüssel wird es ja hoffentlich einen Schiffstechniker geben, Schiffswerftechniker, oder? Das ist ja, also das ist ja quasi eine größere Stadt. Ich gehe mal davon aus, dass diese Raumstationen da auch dazu zählen. Ich meine, das ist, die haben ja alles gehabt fast. Sprich mit Delgado. Oh, den Toten hier haben sie weggeräumt. Schade. Also ich meine, gut, dass sie hier keine Leichen rumliegen lassen. Ne? Das ist Gefühle wegen meinem letzten Job. Aha. Ich habe zwar einen Freund verloren, aber seine Creds bekommen. Ja, das ist ein guter Deal. Wenn ich sie ausgebe, geht's mir bestimmt besser. Ja, würde ich auch sagen. Also, ich meine, Freund gegen Credits, doch super. Sistef, so ein blöder Name. Ja. Pirat ist viel besser. Frag Jazz nach Schiffsupgrades. Ein Piratenschiff braucht eine Persönlichkeit. Jawohl, danke. Das ist doch eigentlich schon das, was wir wissen wollten. Wenn es Schiffsupgrades gibt, dann wird es ja auch ein Flottenverwaltungsmanagement-Tool geben. Nehmt das beim nächsten Galgenmännchen-Spiel. Flottenverwaltungsmanagement-Tool. Wird keiner drauf kommen. Borg im Last Nova erleichtert dich mit Vergnügen und deinen Credits. Ich möchte jetzt erstmal mein Flottenverwaltungsmanagement-Tool haben. Wenn du was fürs Schiff brauchst, bist du hier richtig. Nice. Jazz, wir haben uns wohl einen Neuling eingefangen. Das klingt wie eine Krankheit. Nochmal, ich bin Jazz, die Ingenieurin hier. Hi. Eva hat es schon gesagt. Schiffsteile, wie sie sich vorgestellt hat. Ich kann dir helfen, solange du zahlst. Ja, ich bin Jazz. Ich bin hier für die Schiffe zuständig. Hi. Ich habe mir wohl einen Neuling eingefangen. Jazz, Schnauze halten. Schiffs. Flottenmanagement-Tool. Schiffswerft-Flottenmanagement-Tool. Oder so. Zwar nicht größer, aber auch nicht in den Mann. Solltest du das meinen. Ach, dein also auch noch illegal. In Händen. Wenn du es ein wenig aufmotzen willst, gib mir Bescheid. Bescheid. Wir haben die beste Auswahl der besiedelten Systeme. Illegal, nicht registriert, zurückgerufen. Wir verkaufen alles, ohne zu fragen. Mhm. Alles, was der Aufmerksamkeit der UC und der Freestar Ranger entgeht, ist ein Muss für mich. Gib Bescheid, wenn du übers Geschäft reden willst. Ja dann. Klar, aber vergiss nicht. Ach, meine Schiffe. Oh Gott, ganz oben steht's. Ich es braucht nicht viel. Himmel, Herrgott, nochmal. Ich habe irgendwie nach Schiffswerft
als Stichwort gesucht. So, wir haben das UC-Gefängnis-Shuttle. Das Gefängnis-Shuttle ist einfach goldbraun. Hashtag dekadenter geht's nicht. Mensch, schaut euch das. Das ist einfach ein fucking Gefängnis-Shuttle. Damit die Knastis nochmal wissen, was ihnen entgeht, fliegen sie in einem goldenen Schiff in den Knast. Was ist denn los? Du hast ein Verbrechen begangen. Damit du nochmal richtig schön siehst, was für dekadentes Leben dir entgehen tut, weil du erwischt wurdest, fliegen wir dich mit dem dekadentesten Schiff der Welt in den Knast. So, Heimatschiff anlegen. So, genau. Schiffsbilder. Der Schiffsbilder erlaubt dir das umfassende Design, die Modifizierung und die Lackierung deines Schiffes. In der Ebenenanzeige auf der rechten Seite siehst du, wo neue Module erscheinen werden. Steht die Anzeige beispielsweise auf 0, werden neue Module in der zentralen Masse des Schiffs platziert. Der Bau neuer Schiffsmodule kostet Credits und wenn sie wieder entfernt werden, erhältst du die Credits zurück. Der Schiffsbilder führt Buch über die laufenden Summen und wickelt am Ende die gesamte Transaktion ab. Mithilfe des Flugtests erhältst du Warnung und Fehlermeldung, falls dein Design aus irgendeinem Grund ungültig ist. Okay, spannend. Also ich habe übrigens 71.000 Credits, das heißt, wir haben mehr als die Hälfte der Credits, die wir für unser, Traumhaus brauchen. Ah, guck mal, jetzt kann man hier alles mögliche Raketenwerfer, HE3-Tank. Oh mein Gott, Leute, das wird krank. Das wird heftig. Lass mal ganz kurz gucken, was haben wir hier unten rückgängig. Wiederherstellen, hinzufügen, Test, verlassen. So, nur mal als Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier oben eine Waffe hinhaben. Das haben wir jetzt hier, die Nova-Verkleidung oben vorne. Duplikat bearbeiten. Ah, ich kann... Ach, krass, ich kann das jetzt umsetzen, theoretisch. Also, wenn das ginge, könnte ich das umsetzen. Aber kann ich jetzt hier... Also, warte mal, Farbe? Oh mein Gott, ich kann das... Ach du Scheiße, ich kann hier alles... Oh, Scheiße, die Wand. Das gefällt mir gerade sogar ganz gut. Hat so ein bisschen Halo-Style gerade, finde ich. Alter. OMG. Das ist krank. Aber lackieren kostet nichts. Okay. Das würde es jetzt... Alle Items werden im Frachtraum gelagert. Ja, ja. Das würde jetzt den Rahmen gerade sprengen. Aber es ist heftig. Oh, nice. Chefingenieur, weil ich die Farbe geändert habe? Ach, modifiziere ein Schiff. Okay. Ich möchte aber wissen, was ich bei ihr noch kaufen kann. So. Muss repariert werden. Zeig mal, was du für Schiff im Angebot hast. Was kann man denn jetzt so kaufen? Crimson Fleet Hound? Okay. Der Ghost hat, ihr seht das links oben, hat zum Beispiel keine Ballistik, nur Laser und Raketen. Und das Phantom. Sieht cool aus. Was kostet so ein Schiff? Also ich will es nicht kaufen. Wert 68.819, das ist okay, ja. Also ich habe eh das Gefühl, das mit den Credits läuft hier schon ganz stark in die Richtung, dass es... Es ist nicht wie bei Skyrim, dass man... Dass 10.000 Gold viel ist, weil 10.000 Credits sind hier nicht viel. 10.000 Credits hast du ganz schnell zusammen und hast auch ganz schnell weg. Mission Board? Ist da was drauf? Benutzen? Geil! Oh, ach du Scheiße. Nein! Leute! Scheiß die Wand an, das sind einfach 5 Missionen. Nein, nein, warum? Warum? Aber das sind alle so Kopfgelddinger, oder? Wir haben Bericht empfangen, dass ein Freestar Vista mit der Ladung industrieller Massa, keine Ahnung, das Porymer-System passieren wird. Befreie das Schiff von seiner Fracht. Hier muss ich was schmuggeln. Ja, wir nehmen die alle mal an, ne? Also, den muss man ja mal, also, ich meine, annehmen kostet ja nichts.
Hust, hust. Ich werde oh, scheiße, Leute. Oh nein. Aber das ist hoffentlich nicht noch mehr, oder? Das ist das gleiche noch. Ah ja, okay. Oh, ich dachte gerade. Macht mich nicht schwach. Ah, scheiße, das war falsch. Entschuldigung, wir sind wieder zurück. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich meine, gut, das sind natürlich alles so Nebenmissionen, ne? Die. Ah, Mathis, Tag. Die machen wir jetzt natürlich erstmal nicht alle hintereinander weg. Aber, also ich sag mal, gerade die oberste gibt einfach allein als Belohnung 9000 Credits. Das lohnt sich halt dann schon, ne? Ich muss mal gucken, wie kam ich hier hoch? Hier. Ich bin so happy, dass es dieses Analyse-Tool gibt, der dir hier gleichzeitig quasi so ein kleines Navi mit einbaut. Solange die Fleet an erster Stelle steht, haben wir keine Probleme. Okay, man muss es immer wieder mal schließen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Oder ob das noch ein kleiner Bug ist. Weil manchmal verlieren sich die Pfeile so ein bisschen. Waschen. Wir haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen Wachdienst. Keinen offiziellen Wachdienst auf dem Schlüssel. Gut, dass ich das weiß. Ich lasse mir von Borg. So, ich möchte gerne Mathis verraten. Delgado, ich muss Mathis melden. Warum hat das so lange gedauert? Weil ich... Geht auf Zeit. Ich wollte schon runter und eure Leichen plündern. Nicht jetzt, Neva. Lass ihn doch erstmal sterben, bevor du ihn plünderst. Oh. Slate geben, hier. Das ist alles? Nur eine Slate? Bei so vielen Verlusten ist das besser eine Karte mit einem großen roten X drauf. Treffel auch. Mit Vermächtnis war nicht Cricks Schatz gemeint, sondern ein Schiff. Die Legacy, also Vermächtnis. Ein Galebank-Transporter voller Credits. Ich habe noch nie von irgendeinem abgestürzten Galebank-Schiff gehört. Und selbst wenn es das Schiff gibt, wurde es sicher längst geplündert. Nein, Neva, denk nach. Wenn die Galebank das vertuscht hat und es mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, wusste keiner davon. Okay, das ändert die Sachlage. Nachdem wir jetzt wissen, worum es geht, müssen wir die Suche eingrenzen. Woher wissen wir, dass das nicht geplündert wurde? So viel Geld schwimmen würde, dass er es nicht verheimlichen könnte. Stimmt. Das ist der Mega-Jackpot. Außerdem bräuchte man jemanden mit Shinyas Fähigkeiten, um das Crypto-Tracing sauber zu halten. Und die Erbsenzähler von der Galebank hätten sicher lieber den Verlust abgeschrieben, als die Bergungskosten zu bezahlen. Nein, die Legacy wartet irgendwo darauf, gefunden zu werden. Das spüre ich. Wir haben kaum Anhaltspunkte, mein Freund. Nicht unbedingt. Fangen wir mal damit an, was wir wissen. Das Schiff war von der Galebank, also hat die Bank Akten darüber, wo es verschwunden ist. Neva, hattest du nicht an einem Deal mit Rokoff gearbeitet? Irgendeine Wohltätigkeitsgala auf einem Trident Starliner? Ernsthaft? Ich arbeite seit 3 Monaten an der Sache. Das ist mein Projekt. Meine Güte, kannst du mal das Projekt vergessen und dein Hirn einschalten? Auf dem Starliner gibt es eine Galebank VIP Suite. Und das heißt... Komm schon, ist nicht so schwer. Das heißt, dass ein Galebank-Manager an Bord ist. Wir schnappen uns seinen Zugangspass und sehen uns im Galebank-Archiv in New Atlantis um. Ach du Scheiße, das könnte echt klappen. Ich schreibe sofort Rokoff. Pack deine Koffer, Neuling, ab in den Urlaub. Und in den Urlaub. Du hast sie dir verdient und sie könnte nützlich sein, wenn Rokoff es wie üblich verbockt. Oh... Nice. Ich wollte schon immer eine Weltraumkreuzfahrt machen. Yay! Genau das machst du nämlich auch. Juhu! Neva und ich sind zu bekannt, um einfach so auf dem Starliner herumzuspazieren. Wenn die Security von Trident uns sieht, ist das aus. Du musst auf das Schiff gehen, Kontakt mit Rokoff aufnehmen und mir den Zugangspass besorgen. Wie soll ich mit Rokoff umgehen? Weißt du was? Das überlasse ich komplett dir. Wenn du denkst, dass er nützlich war, kannst du ihm eine Bezahlung versprechen. Aber wenn er dir im Weg ist, dann schaltest du ihn aus. Okay. Ich werde bezahlt, oder? Keinen Quatsch. Denk an unser großes Ziel. Wenn wir uns klug anstellen, werden wir alle für den Job bezahlt. Oh, bevor du gehst, wollte ich dir noch sagen, dass ich mir deine Worte über Mathis zu Herzen genommen habe. Ja. Er wird von der Fleet ausgeschlossen.
Es überrascht mich, dass er es unversehrt von Suvorov runtergeschafft hat. Das ist doch mal super. Ja, du hast richtig entschieden. Wir werden sehen. Okay, dann los. Dein nächster Halt ist Rokov Starliner, die Siren of the Stars. Und denk daran, Rokov muss nichts von Kriegs Vermächtnis erfahren. Das bleibt erstmal unter uns. Und jetzt los. Hey, Neuling. Ich muss noch kurz mit dir reden, bevor du gehst. Komm ins Last Nova, wenn du mit Mathis fertig bist. Okay. Müsstest du nicht für deinen Ausflug packen? Wieso trage... Ach, ich trage zu viel, weil ich ja gerade was bekommen habe. Oh. Geiler Scheiß. Alter, schaut euch die Feuerrate an! So, ich habe eine geringe Chance, Gegner taumeln zu lassen. Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Nice. Geringe Chance, ein Ziel in Raserei zu versetzen. Alter Schwede. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, gegen welche Waffe wir die austauschen. Ja, eigentlich auch gegen... Ja, ich will die aber nochmal benutzen. Was ist denn das für ein Munitionstyp? Kaliber 0,43... das ist echt schwierig. Ich kann mich immer nicht von Waffen trennen. Jagdgewehr, nee, das ist die Sniper. Ach, das ist echt schwer. Ja, wir hauen mal die modifizierte Maelstrom kurz weg. Wir müssen jetzt eh ein paar Sachen verticken, beziehungsweise oder aufs Schiff bringen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, wir verticken erstmal ein bisschen was, würde ich sagen. Warte mal, wenn es gut läuft, ist Mathis ja eh noch dort, wo wir gerade schon waren, wo auch die Kneipe war. Da können wir doch dann verkaufen. Aber beziehungsweise hier sind doch eh Händler gewesen. Warte mal. Hier waren doch eh Händler. Waren die hier? Warte. Nee, dann kamen die davor, ne? Hier. Das ist die... Nee, das ist die Schiffshändlerin. Hier im Depot. Da. Oh, scheiße. Ich muss hier dringend was verkaufen. Mein CO2 steigt. So. Also, Waffen. Basuf, mein Freund. Basuf. Folgendes würde ich dir gern verkaufen. Die Sidestar, klar. Komm, den erschütternden Eon auch. Weg damit. Dafür hätte ich gerne Munition. Warte mal, 7,77. Vielleicht kann ich auch Munition kaufen. Ist zwar eigentlich was, was ich ungern mache, Munition kaufen in so Spielen, aber egal. So, die verticken wir jetzt auch mal. Anzüge. UC Vanguard. Möchte ich eigentlich gerne behalten. Rucksäcke, den möchte ich auch gerne behalten. Genauso wie den. Ich weiß halt immer nicht, wie gut man an diese UC Vanguard Sachen nochmal kommt. Hier kommt die ist eh geklaut, weg damit. Aber das wiegt alles nicht viel. Also das brauchen wir jetzt auch nicht groß verkaufen. Wobei der ist nicht cool. Den brauche ich auch nicht. So. Sonstiges. So, hier ist geklaut. Was ist das? Geodenskulptur. Klebeband weg. Klemme weg. Medizinisches Material. Nee, das nicht. Schaumstoffbecher. To-Go-Becher und den Becherhalter. Guck mal, da hast du ein schönes Set. Da hast du jetzt ein richtig gutes Geschäft gemacht. Ich muss dringend auf mein Schiff. Ich muss ganz, ganz dringend auf mein Schiff. Weil die ganzen Sachen... Oh, ich weiß gerade nicht, es ist echt... Kann ich hier nach Masse sortieren? Sortiername, Wert, Gewicht. Der Konstellation, ja, ich muss die Anzüge im Schiff ablegen. Und die Rucksäcke, genau, es sind echt diese, die Sachen. Egal. Bis dann. Warte mal, was hat er noch? Ha, kein Preis ist zu... Ich habe auf dieser Seite der Galaxie die beste Taktikausrüstung deinen Schutz. Metall plattiert, falls Kugeln fliegen. Und Leder. Alles gut. Selbst hergestellt. Außer ein paar gebrauchten Sachen hin und wieder... die niemand vermissen wird. Ja, ja. Okay, ich wollte noch gucken, ob du Munition hast, mein Freund. Nee, ne? Nee, okay.
Keine Munition, schade. Aber dann können wir noch bei der anderen Troller gucken. General ja, Goods? Nein, die wird ja keine Munition haben, oder? Siehe da. Nein. Ja, dachte ich mir. Das hätte mich jetzt beim General Goods Store auch gewundert. Aber macht nichts. Weapons, du wirst Munition haben. Feinde schneller. Was sagt man? Das tun. Na komm schon. Genau, aber ich will was kaufen. Kein Smalltalk. Kaufen, kaufen, kaufen. Der Großteil meines Sortiments ist ja. Ja. Seid mir nicht böse, dass ich dass ich das jetzt überspringe, aber ich würde. Du solltest dich auch nicht. Ich möchte jetzt eigentlich gerne Munition kaufen. Sondern vor der Fleet. Kleiner Rat. Du kannst das Vertrauen der Fleet nicht kaufen. Nur verdienen. Aldura, ich bin Mitglied. Du blutest für die Fleet? Die Fleet blutet für dich. So einfach ist das. Wer was anderes behauptet, lügt oder ist bereit, dir ein Messer in den Rücken zu rammen. Gut, kann ich jetzt bitte was kaufen? War einfacher als erwartet. Die meisten Leute müssen auf die harte Tour lernen. Vielleicht steckt mehr in dir, als ich dachte. So. Hab eben was Neues endlich reingekriegt. Schön. So, Munition, danke. 7. Genau, das brauchen wir. Guck mal, da würden mich 350 Schuss 2000 Credits kaufen, ganz ehrlich. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ich wollte zwar sparen, aber die 2000 Credits, das ist es wert. Oh, ich kann nicht mal hier ihr... Ach, lol. Das ist kein Stehlen? Lol. Das erstaunt mich jetzt in der Tat doch sehr. Hier ist es wiederum Stehlen, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da einfach bedienen kann. Ich meine, im Waffenladen die Waffen? Hat man da etwa vergessen, diese Items mit dem Wert Stehlen zu hinterlegen? Es wirkt ein bisschen so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. So, Mathis, du hast deinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt, du bist raus. Wegen dir schmeißt mich Delgado aus der Fleet. Aber weißt du was? Leg dir mal lieber deine eigene Flotte ja, zu. Ja, laber. Laber. Mache ich, versprochen. Du wirst es nicht kommen sehen. Und jetzt geh mir aus den Augen. So sehr langweilt mich das, Mathis. So sehr langweilt mich das, Mathis. Finde ich gut. Man hätte sicherlich auch dafür sorgen können, dass der drin bleibt. Aber dafür war er mir jetzt einfach zu unsympathisch. Skillbonus, nice. Man muss echt nach diesen Heftchen Ausschau halten, ne? Das ist schon das zweite Heftchen, was wir finden. Geil. Da bist du ja. Okay, pass auf. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. Genau, um was geht's denn überhaupt? Das will ich dir ja gerade sagen, also hör zu. Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank-Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis. Wieso ist der Preis so viel wert? Ich habe Bilder von dem Preis gesehen. Da sind 12 blaue Diamanten eingelassen und er ist mit Gold verziert. Wenn Jazz ihn für mich zerlegt, kann ich den Preis in einen Batzen Cash umwandeln. Die Einzelteile lassen sich nicht nachverfolgen. Ja, ich würde mich tatsächlich lieber auf Krücks Vermächtnis konzentrieren. Und mir wäre es lieber, ich hätte den Gegenwert dieses Preises auf meinem Konto. Also musst du da leider durch. Du kannst dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst. Aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Sold ab. Ich kriege mein Geld auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Okay. Ja, dann holen wir es halt. Dann ist das ja geklärt. Gut. Ich will es mir halt mit ihr auch nicht verscherzen. Wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir. Erledige den Job.
Wir sind eigentlich mal hierher gekommen, um die auszuspionieren, ne? Weil du das bist. Du bist neu. Unerfahren. Frischfleisch. Unter der ganzen Unerfahrenheit hast du sicher auch einen echten Namen. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Also gewöhn dich an das Wort. Bis du dir deine Sporen verdient hast, bist du für alle in der Fleet ein Neuling. Komm Gut. wieder, wenn du Fragen hast. Ich muss jetzt mal schauen. Hat sich diese Quest denn mal aktualisiert? Ich glaube nicht, ne? Ach du Scheiße. Zweite Mal Fraktion war das. Bringe die Beweise. Ach, ich habe Beweise. Für Leutnant Toft. Das haben wir abgeschlossen, ne? Genau, die Dinge sind abgeschlossen unterm Strich. Bringe die Beweise zu Leutnant Toft. Habe ich da was verwechselt? Nee, genau, der UC Villigans hat mir aufgetragen, Beweise. Ich würde jetzt fast sagen, ich mache hier erstmal, bei denen weiter, bevor ich hier Gefahr laufe, vielleicht hier ausgeschlossen zu werden. Ich weiß nicht, ob ich rausfliegen kann. Das ist halt gerade so mein Problem. Ich bin übrigens immer noch nicht Level 10, ne? Kurz davor. Ich wollte eigentlich diese Folge Level 10 werden, aber ich glaube, das wird nichts. Ich dachte, mit Questabschluss hier habe ich das locker drin. Aber das wird dann wohl eher ein Ziel für die nächste Folge sein. Und ich glaube, an der Stelle werden wir auch die Folge einfach beenden, weil wir sind ja jetzt dann quasi auf dem Weg, die Trophäe zu suchen und den Zugangscode für das Vermächtnis, für den Geldtransport. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!